Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Powerwash Simulator. Ein kleines eingespielt heute mal wieder, leider ohne Kamera, weil Heuschnupfen droppt richtig hart bei mir gerade und ich schaue aus wie der Tod persönlich, also noch hässlicher wie sonst. Deswegen leider nichts aus Kameras, aber ich arbeite da mit Hochdruck gegen die Pollen. Das wird sicherlich ein paar Wochen wieder besser und dann gibt es auch wieder mehr Kameras. Dies, das. Ja, es gibt verschiedene Modi. Wir spielen das Ganze natürlich wie immer blind. Wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne eine Bewertung reinschmeißen. Es gibt hier Besonderheiten. Was ist das denn? Ah, ein Mars Rover reinigen. Ja, interesting. Das könnte man auch gleich noch machen. Wir können hier freies Spiel auswählen. Da gibt es Orte. Oh, oder auch nicht. Da gibt es keine Orte. Aha. Und Fahrzeuge. Kehre zu deinen Lieblingsjobs zurück und verbringe beliebig viel Zeit mit einer gründlichen Reinigung. Also ich glaube, dass dieses, wahrscheinlich, man muss es erst freischalten, scheinbar im Karrieremodus. Das heißt, wir fangen einfach mit dem Karrieremodus an. Wir sollen hier nicht einen Transporter reinigen. Okay, tolle Neuigkeiten. Ich habe bei den Auktionen endlich einen Transporter unter deinem Budget für dich gefunden. Nicht ausflippen, wenn du ihn siehst. Er sieht aus, als wäre er gerade am Grund eines Sees ausgebaggert worden, aber das ist gut. Deswegen hat niemand anderes drauf geboten. Die haben etwas verpasst. Unter diesen abscheulichen Schmiereschicht steckt dein perfektes Arbeitstier. Der Motor ist ein Traum. Kein Rost. Hinten liegt sogar Ausrüstung drin. Nur einmal gründlich abspritzen und schon bist du im Geschäft. Wenn du das Ding sauber kriegst, hast du dir deinen Druckreinigersporn redlich verdient. Kurze Frage. Wie kann der Motor eigentlich noch in Ordnung sein, wenn das Scheißding im See war und so komisch dreckig ausschaut, als ob... Ach, egal. Wir starten mal den Job. So, was haben wir denn hier? Tablet anheben, senken... Düsen wählen, 1, 2, 3, Verlängerung, Düse, okay. Inventar drehen, nachfüllen, Schmutz anzeigen, hocken, okay, scheiße. Hochdruckreiniger verwenden, links und rechts, Düse wechseln mit, okay, ja, wird schon klappen. So, okay. Jawohl. Blinker habe ich gereinigt. Sag Walla. Was ist denn jetzt, was mache ich hier gerade? Scheiße. Scheiße. Ah, okay. Nee, das ist was anderes. Ah, schön, das ist cool. Das ist so satisfying irgendwie, ne? Da ist doch ein Kennzeichen. Okay, das kriege ich so nicht ab. Wo sehe ich denn eigentlich? Oder wo sehe ich denn eigentlich, was für ein Mittel ich da verwende? Oder kann, oh, ach so, das hört gar nicht mehr auf. Ach so! Ich kann hier einfach so... Okay, gut, ich verstehe. Kann ich da was draufmalen? Okay, warte, was ist draufmalen? Ach, egal. Ja, wir machen das Ding auf alle Fälle mal sauber hier. Oh, schau mal hier, da hat es geblinkt. Ah. 17% habe ich gereinigt. Ah, wie hübsch die Fensterscheibe ausschaut. Was? Ich habe mein Traumwohnmobil bei den Auktionen gesehen. Ganz cremefarben wie ein Toffeekuchen auf Rädern. Okay, und das juckt jetzt wen? Was war ich da mit dem Typen? Hopp. Huch, und das? Ah, das, jetzt sehe ich den Dreck. Ja, das wusste ich gar nicht. Ist aber ein cooles Feature für alle Noobs. Was, ich wüsste nicht, ob ich es fahren oder lecken soll. What the fuck? Ah, schau mal, ich kann hier runtergehen. Die Reifen natürlich auch noch sauber machen. Ah, schau mal, wie ein Alter. Also sauber kriege ich... So sauber kriege ich die Reifen fein nicht zu Hause. Von meinem Auto. Meine Reifen schauen zu Hause nach einer Woche so dreckig aus wie hier. Und ich kriege die nicht mehr sauber. Die bleiben so dreckig. Ah, schau ich das an. Gerade herausgefunden, man kann auch aufs Auto drauf. Hätte ich mal hier drüben geschaut, hätte ich gesehen, da ist eine Leiter. Ich bin auch von der Werkbank hinten hier hochgesprungen. War deutlich einfacher. Kann ich eben nur empfehlen. So ein bisschen Sport hält fit. Und wenn ihr ausrutscht, brecht ihr euch das Genick und dann müsst ihr auch gar nicht mehr arbeiten. Das hat ja auch wieder seine Vorteile. Ah lol, mit R tut man den Drehkopf wechseln. LMAO. Bin auch so ein Ochse, Alter. Hätte man mir auch mal vorher sagen können. Ja, ich hätte wahrscheinlich aber nur lesen müssen. Huch, und das? Erstmal den Spiegel wegschlagen. Lol, man kann das Ding um... Lol. Kann ich den drehen? Ne, ich kann nur umstellen. Auch interessant. Ja, schau, wie schön das Auto schon ausschaut. Ich bin stolz auf mich. Wirklich. Das Ding war so hässlich wie du. Und jetzt ist es so hübsch wie ich. Geil. Jetzt gehe ich sogar auf die Knie für die Scheiße und irgendwas fehlt mir angeblich noch. Ah, das Fenster, da sieht noch sehr dreckig. Ah, jetzt hat... Ne, die Tür. Das Fenster ist noch hässlich. Hallo. So ein jetzt hat. Ne, immer noch irgendwas. What is missing, my friends? Tell me. Ah. Hier ist noch irgendwas. Ja, jetzt hat. Also, mir fehlt noch der Grill, eine Stoßstange und ein Fenster angeblich. Der Grill ist ja das hier. Ah, ja. Der ist noch sehr dreckig. Gehen wir mal von unten hin.
Das wird ihm bestimmt gefallen im Grill, wenn man ihn von unten nimmt. Okay, also irgendwie weigert sich das Zeug sauber zu werden. Ah, jetzt hat. So. Stoßstange. Müsste ja das Ding hier sein. Von der katholischen Lage her. Jawohl. So, jetzt fehlt mir noch ein Fenster. Aber welches? Das sieht alles super. Ah, hier. Sehr schön. Neuer Job verfügbar. Escape, Job geschlossen. Zum Fortfahren, Tablet öffnen. Leute, man sieht einfach den Zeitraffer, oder was? Ja, das ist geil. Ein Zeitraffer von meinem Job, Alter. Cool. Entschuldigung. Ah, mit E kann ich auch zum Beispiel bald Sachen kaufen, höchstwahrscheinlich. Also aktuell nicht, weil aktuell gibt es nur diese eine Bumsknarre hier. Mit der wir jetzt hier erstmal den Garten sauber machen sollen. Alter, das ist ja mal ein richtiger Bumsjob hier. Ja, moin, ey. Habt ihr das Ding hier vergammeln lassen, oder was? Ah, Himmels Willen, ey. Hier schaut's aus wie bei mir zu Hause unterm Sofa. Boah, das ist bestimmt geil hier. Okay. Alter, ist das heavy. Erstmal reingehen in den Schmutz. Gibt übrigens auf TikTok, gibt es hier so einen TikToker, der macht immer Pools sauber. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So komme ich mir auch gerade vor. Das ist ein sehr großflächiges Ding. Ist aber sehr ineffizient. Ich meine, der ist am besten, aber der ist leider sehr... Ich glaube, der ist für mich der Beste eigentlich. Der andere hat zwar einen starken Druck auf der Leitung, aber davon abgesehen ist es nicht der Beste. Ich meine, ich habe auch immer einen starken Druck auf der Leitung, aber das hat andere Gründe. Ah, moin. Wie schaut denn der Rasenmäher aus? Eieiei. Mit so einem Rasenmäher will ich nicht mehr Rasenmähen. So, erstmal voll mit Wasser machen. Wahrscheinlich ein elektrischer Rasenmäher. Der wird danach nicht mehr funktionieren, denke ich mal. Der explodiert vielleicht sogar, wenn man ihn dann nochmal anmacht. Ist ja schon lustig, hallo. Schön hier reinblasen. Warum kann ich das nicht... Alter. Was sind das hier für Hintergrundgeräusche? Ich höre es ja wie so ein Hurricane. Man geht das gar nicht sauber hier. Das ist sehr, sehr, sehr widerstandsfähig. Ja, jetzt hat Rasenmähergriff gereinigt. Ach. Der Rasenmäher hat Unterbereiche, ey. Ihr macht Sachen echt. Ah, jetzt ist er sauber. So. Oh, die Bumshütte können wir auch nochmal sauber machen. Mit einem Sowjetstern drauf. Geil. Los Comunistos. Los Comunistos Hütos. Kann ich die auch machen? Nee. Also drin ist es scheinbar sauber. Während sie draußen so ausschaut, als wäre da irgendwie ein Bagger drüber gerollt. Das muss auch erstmal schaffen. Schau ich das mal an. Pass mal auf. Hui. Huch. Nee. Hui. Hallo. Hui. Ich kann einfach 2 Meter hoch springen. So, man nennt mich auch Hulk. Nee, nicht Hulk. Superman. Egal. Oh, das kleine Spielzeugauto. Schau mal, das für euch. Mach ich extra für euch sauber. Könnt ihr da drin ein bisschen rumfahren. Ich weiß doch, ihr mögt das. Ist ja doch ziemlich einfache Tiere. Könnt ihr übrigens auch ein echt machen, wenn ihr ein Auto habt. Einfach immer mit dem Auto in die Waschanlage. Und dann mit dem Hochdruckreiniger einmal schön in das Auto reinhalten. Da wird dann wirklich alles sauber. Sitze, Lenkung, Knüppel, Fußraum. Wenn ihr richtig geil seid, haltet ihr den Hochdruckreiniger auch noch in den Motorraum rein. Da müsst ihr euch nie wieder Gedanken um euer Auto machen. Das wird nämlich nie wieder benutzt. Muss ich dazu sagen, dass ihr das nicht machen solltet? Oder habt ihr so viel gesunden Menschenverstand? Nennen wir es jetzt einfach mal. Ist übrigens relativ satisfying. Stell mir das gerade vor, ich würde das in echt machen. Quasi ich wäre so in echt ein Hochdruckreiniger. Also nicht ich bin ein Hochdruckreiniger, sondern ich reinige Hochdruck. Hey, versteht, was ich meine. Ja, ein paar Side-Infos. Das Spiel ist im Early Access. Das Spiel wird noch deutlich erweitert und verbessert, laut Entwickler. Es sind relativ coole Boys, habe ich festgestellt. Ja, muss man abwarten, was die Zukunft bringt. Natürlich verlinke ich euch das Spiel in der VB, also Videobeschreibung. Könnt ihr euch das dann mal selber anschauen. Gucken, ob das besser funktioniert beim Reinigen. Mit dem harten Strahl einfach stark um mich schlagen. Ah... Komm schon. Woo! Wir heben ab in die nächste Epoche. Ne, hat nicht so viel gebraucht. Ne, das war... Wir werden zwar fast abgehoben, aber...
Ich habe den Strahl gesehen, der irgendwo in eine andere Galaxie geführt hat, aber ne. Ne, ne. Weiß leider nicht das Gelbe vom Ei. Da bleibe ich doch lieber bei meinem zweiten Strahler. Ich kann auch nichts kaufen, ne? Also gibt's nicht irgendwo einen Shop auch eigentlich? Gab's nicht irgendwo einen Shop? Ah, hier, warte mal, da ist ein Shop. Ah. Ja, den habe ich schon. Ah. Ja, schüch, Alter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber meine Großmutter ist komischerweise gestorben und hat mir 1 Million Euro vererbt. Es war sogar 1 Milliarde. Jedenfalls habe ich das Geld. Wir nutzen das Geld einfach mal und schauen uns ein paar Sachen an. Und dafür sind wir ja auch da, uns das Ganze mal anzuschauen. Ja, wir schauen mal, was das Ganze so kann. Schauen wir kurz in unser Inventar. Also, wir nutzen jetzt einfach mal, den hatten wir ja gerade. Jetzt holen wir mal den nächsten. Und vor allem, es gibt ja auch verschiedene Düsen mit jetzt hier auch zum Beispiel eine Seifenspritzdüse. Wird mit Reinigungsflüssigkeiten verwendet, um große Flächen schnell zu reinigen. Relativ billig auch eigentlich. Hätte ich eigentlich auch mal direkt nutzen können. Und da können wir jetzt eine Reinigungsflüssigkeit reinschmeißen. Zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit jetzt Steinoberflächen. So, machen wir mal Steinoberflächen. Haben wir jetzt auch die bessere Spritze. So. Ja, moin. Ja, moin. Alles klar. Warum sagt mir das schon wieder keiner? Leute, das müsst ihr nutzen. Das ist der Shit, Alter. Was blubbert denn hier so blöd? Das ist schon geil. Hui. Jetzt ist nur die Frage. Ah ja, guck mal. Da ist jetzt leer. Ja, ich habe keine Reinigungsflüssigkeit mehr für die Steine. Sieht man auch sofort. Pass auf, jetzt muss ich... Ah, jetzt kann ich nachladen. Okay. Also, weil ich so wieder Reinigungsflüssigkeit habe, geht's ganz schnell. Ah, I understand. I understand the system now. Also, man sollte das nicht zu großzügig verwenden. Aber ist cool. Da ist so einweichen quasi. Ne? Wenn ihr euch nach 10 Jahren mal wieder in die Badewanne legt. Muss jetzt quasi genauso. So, jetzt haben wir dann zum Beispiel, jetzt haben wir zum Beispiel hier diesen Steinreiniger. Haben wir den unbegrenzt? Ich glaube fast, ne? Schnell Schmutz von allen Oberflächenmaterialien. Aha. Was ist eine Oberflächenmaterialie? Das hier? Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß halt nicht, ob wir den jetzt nur hier auf dieser Karte haben oder unbegrenzt. Ich weiß auf alle Fälle, dass wir steinreich sind. Okay, also ich glaube, das ist sauber. Sieht relativ sauber aus. Dieser Stuhl. Ah, unten. Naja, doch, jetzt hat. Hier, nachladen. Ja. Sauber mit dem Zeug. Jetzt machen wir doch kurz Folgendes. Achso, Verlängerung kann man auch noch machen, ne? Was ist das denn? Verbessert die Reichweite, kann aber nicht nahen Oberflächen. Verbessert die Reichweite und kann trotzdem... Oh, das ist ja nice. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir den Urban X2. Hochdruckreiniger mit mittlerer Leistung. Bessere können wir aktuell uns nicht leisten. Also leisten wahrscheinlich schon, aber nicht nutzen quasi. So, was? Die Düse, um gleichzeitig den maximalen Druck aufrechtzuerhalten. Da können wir aber kein Spritzmittel nutzen. Ah. Okay. Und das ist jetzt gut, oder was? Ist das Ding gut? Oder weiß ich nicht. Ah, das ist cool. Also sage ich, wie es ist. Das andere gefiel mir besser, die andere Spritzdüse da. Haben wir was für Holz? Oh, Schuppendekoration gereinigt schon wieder. So oft, wie ich diese Schuppendekoration reinige. Jawohl, alles schön sauber machen. Wieder hochjumpen. Kommt irgendwie nicht. Hallo? Bleiben Sie bitte oben, ich muss hier das Dach reinigen. Uiuiui. Glücklicherweise bin ich so sportlich und kann doch relativ weit springen. Das hat schon seine Vorteile, muss ich schon sagen. Ja, Hollywood-Schaukelkette ist auch sauber. Wo muss es sein? Alles schön reinigen hier. Ja, noch irgendwas dreckig? Ich glaube nicht. Sieht schon relativ beeindruckend aus, ne? Wenn man da so drüber geht mit einem Reiniger. Weil diese hässliche Holzwand wird dann langsam aber sicher wieder schön. Taugt mir schon ein bisschen, ne? Ja, schon mal sagen. Hat schon was. Das Spiel hat schon was. Nee, muss man wirklich lassen, dem Spiel. Hat so ein bisschen auch. Lässt so ein bisschen Anzeichen von Ruhe, von Gelassenheit.
Man fühlt sich überlegen gegenüber der Natur, weil man einfach die Natur reinigt, weil die Natur dreckig ist. Das ist nicht wie beim Menschen. Der Mensch ist ein sauberes Lebewesen. Wir machen alle mal alles sauber, die Natur macht wieder alles dreckig. Mit dem Universalreiniger hier schön. Oh, was? Sieht so aus, als wärst du fast fertig. Meine Mädchen können es kaum erwarten, da rauszukommen. Oh, Mädchen. Schick sie doch jetzt schon raus. Ich kann gerne noch ein bisschen, hier. Begleitung. Ein bisschen Begleitung hat noch keinem geschadet. Übrigens kann man das, die Reiniger unbegrenzt auffüllen, nachdem man sie gekauft hat. Die Frage ist nur, ist das jetzt pro Karte oder generell? Wir werden mal nächste Karte kurz reinschauen. In Wismas höchstwahrscheinlich. Was fehlt uns denn noch? Hundehütte. Grill, Terrassenverkleidung. Raseneinfassungen. Stützmauerkronen. Was? Was für Zeug? Also Grill auf alle Fälle fehlt mir irgendwas. Weiß doch nicht, was hier noch fehlen soll. Irgendwas mit Rost oder so. Ja, dann geht's einfach nochmal drum rum. Ich sehe jetzt hier aber nicht, dass noch irgendwas dreckig wäre. Ah, hier. Schau mal da. Okay, Grill. Jetzt hat... So, jetzt ist aber sauber der Grill, oder? Ach, da unten ist auch noch, schau mal. Schau an, schau an. Wo der Dreck überall klebt hier. Jetzt hat das Ding auch sauber hier. So, wo denn noch der... Ah, der Rasenmäher. Okay. Ah. Unter dem Dachwolken muss die Freiheit nicht grenzenlos sein. Ah, schön. Alles dreckig noch. So. Sind nur irgendwelche Einfassungen, habe ich gesehen. Ah, da ist auch noch Dreck, oder? Bisschen zu hoch gesprungen. Ah, da ist noch was. Ganz praktisch, dieser Supersprung. Hui. Aber kommt man hier raus eigentlich? Nee. Ist gelockt, schade. Zaunpfosten gereinigt. Schau, ich habe euch gereinigt. Hallo. Ist doch in Ordnung jetzt. Habt ihr schon verstanden? Oh. Was noch jetzt? 1% fehlt uns noch. Wo ist dieser 1%? Da unten? Irgendwas gesehen? Ah, Raseneinfassung gereinigt. Irgendwie aus Versehen on the run. Okay, das. Ah, jetzt hat. Fehlt uns denn jetzt noch? Ah, jetzt hat? Jetzt fertig? Hallo? Ah, da ist noch was. Ah, jetzt hat er aber, oder? Ich fehlt immer noch. Ah, hier. Der Dreck versteckt sich wirklich in jeder Ritze, ne? Wo denn noch? Da hier? Da hier in den Ritzen irgendwo? Weiß nicht, flachsen jetzt? Da. Ach, da drunter. Da muss einer drauf kommen. Wo denn noch? Ach, da unten auch noch. Hei, hei, hei. Ah, okay. So, den Unterbereich noch. Wenn mir keiner sagen kann, ich würde hier meinen Job nicht gut machen. Hallo? Hallo, hallo? Haben wir es jetzt? Bitte noch. Alter, ernst? Ich hab's gerade gesehen. Unter der Hundehütte, unterm Dach. Was für Ostereier suchen? Los Ostereieros. Ah, hier war noch was. Teichrand gereinigt. Check. Ich hab immer noch was. Ah, hier oben. Okay. Blumenampeln, Zaunpfosten, Zaunaufsätze und irgendwas mit Sonnenschirmstange. Ah, okay. Sonnenschirmstange und dann irgendwas mit Zaunpfosten. Ah. Okay. Die Dinger da unten. Möchten auch gereinigt werden. So, was fehlt jetzt noch? Blumenampeln und Zaun. Ein Zaunaufsatz fehlt mir noch irgendwo.
Nur welcher ist es? Wahrscheinlich hier hinten einer, oder? Nö, wirkt mir nicht so. Gibt es noch irgendwelche anderen Zaunaufsätze? Und irgendein Blumenaufsatz fehlt mir noch. Ah, da? Der da? Ah ja, da, oh, Leute, oben drauf oder was? Ja, da muss aber erstmal einer drauf kommen. So, sehen wir jetzt noch? Eine Blumenampel. Was ist denn eine Blumenampel? Ich weiß nicht, was eine Blumenampel ist, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen traurig, aber hier wahrscheinlich irgendwas, oder? Also so eine Blumenampel, hab ich gerade gegoogelt, ist irgendwas, was runterhängt. Das muss dann das hier sein, oder? Deine Mutter, Alter. Okay, wir sind fertig. Scheiße. Ah! Okay, sehr schön. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ein wirklich knochenharter Job. Und am Ende haben wir alles fertig bekommen. Sehr schön. Dann gucken wir uns nochmal eine Karte zum Schluss an. Den Spielplatz schauen wir uns nochmal kurz an. Einmal kurz reingucken. Ich glaube auch nochmal was Neues kaufen nebenbei. Hab hier, oh, hab hier genug Geld. Ne, mal kurz in den Shop gucken. Shop. Los Shoppers. Ah, nichts mit Profi. Nichts Neues. Schade. Ausrüstung. Gibt's auch nichts Neues. Oder? Ne, gibt's auch nichts Neues. Und die Reinigungsflüssigkeiten hat man auch permanent im Besitz quasi. Okay. Aber wisst ihr, was ich mich wundere? Ich kann hier die andere nicht aufsetzen. Also scheinbar ist das andere Ding eine... Achso, das Nachfüllen kostet mich Geld. Ach, lol. Okay, gut zu wissen. Ja gut, hätten wir jetzt gerne nochmal die Profi-Ausrüstung angeschaut, aber ich keine Ahnung, wann die kommt. Jedenfalls hier der Spielplatz, der dürfte gar nicht so schwierig sein, denke ich mir jetzt einfach mal. Da ist sehr schön auf dem Haufen. Das ist so ein schönes Ding, da kannst du die ganze Zeit rumlaufen. So, hui. Ja, ist was für Kinder. Da könnt ihr euch dann quasi austoben. Wenn ihr da Interesse an dem Spiel haben solltet, Link in der Videobeschreibung. Da draußen steht unsere Karre, mit der sind wir hergekommen. Mit der können wir auch wieder wegfahren, sicherlich, wenn wir dann fertig sind. Ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch einen schönen Tag. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kann man damit spielen? Ne, okay. Tschüss.